Also zu Anfang hatte ich eigentlich gar keine Motivation, sondern ich wusste gar nicht, dass es Sachverständige gibt. Hab zufällig gehört, es gibt Sachverständige für bestimmte Gebiete. Und dann bin ich zur IHK Wiesbaden und bin dort vorstellig geworden und habe gesagt, was ich mache und tue und dass ich eine Schreinerlehre habe, dass ich Studium der Innenarchitektur habe, dass ich im Architekturbüro war und auch im Möbelhandel tätig war, die Industrie besucht habe und habe dann ganz einfach den Satz gesagt, können Sie mich gebrauchen und einsetzen? Und dann hat die IHK gesagt, sowas wie Sie suchen wir schon lange. Okay, habe ich gesagt, fangen wir an. Und dann habe ich ein Jahr lang Gutachten gemacht und jedes Gutachten habe ich zur Prüfung bei der IHK, beim obersten Chef, vorgelegt. Der hat korrigiert und nach einem Jahr hat er gesagt, so, und jetzt gehen wir auf die Prüfung zu. Und egal was kommt, Sie wollen wir haben. Und so bin ich Sachverständige geworden. Der besondere Reiz auf meinem Sachgebiet ist die Vielseitigkeit. Ich werde geholt von Privatleuten, die Fragen haben, die nicht weiterkommen mit Reklamationen. Zum Beispiel beim Möbelkauf. Ich werde geholt bei Erbauseinandersetzungen. Da gibt es große Probleme. Und bringe mich da mit meinen Erfahrungen ein und mache da Bewertungen und kläre auch auf, wie bewertet man einen Nachlass. Werde von den Gerichten geholt, sei es Amtsgericht oder Landgericht oder auch Oberlandesgericht, und werde aber auch geholt von Versicherungen. Also mein Gebiet ist einfach so vielseitig und kein Fall ist ähnlich wie der andere. Es ist immer wieder anders. Ich rate denen, sich ganz, ganz intensiv mit den Anforderungen an einen Sachverständigen auseinanderzusetzen. Einfach auch mal Seminare besuchen. Sich mit anderen Sachverständigen mal zusammentun, dass die Sachverständigen begleiten. Und das ist eigentlich ja egal, welches Gebiet das ist. Nur, dass die mal sehen, wie läuft eine Ortsbesichtigung ab? Was muss ich vorm Gericht berücksichtigen? Einfach sich anschließen und dann die Vielseitigkeit und sich vorbereiten einfach. Wie macht der Sachverständige? Wie bereitet der sich vor? Und dann merkt er eigentlich von ganz allein, bin ich dem gewachsen oder nicht? Kann ich diese Anforderungen erfüllen? Weil man muss sehr viel Standvermögen auch haben und muss das auch ausstrahlen. Also ich muss ja eine Sicherheit ausstrahlen, sonst darf ich das gar nicht erst machen. Und was für mich ganz wichtig ist, wenn jemand sowas machen möchte, und das ist meine Erfahrung in nahezu 37 Jahren als Sachverständige, im Hintergrund haben wir mit herzlichem Dank und Anerkennung die IHK Wiesbaden. Und die IHK Wiesbaden begleitet auch die Sachverständigen und macht Mut. Und auch das finde ich ganz wichtig, dass der Sachverständige nicht nur einsam irgendwo steht, sondern er kann auf Erfahrungen zurückgreifen. Und ich muss sagen, in all den Jahren war ich der IHK dafür sehr, sehr dankbar.